Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 7 mit Arezu. Ich bin Arezu. Und ich gehe jetzt in ein Fabled Forest Adventure. So heißen in eins der schweren Abenteuer. Ich hoffe, ich überlebe. Ich hoffe, ich kann einiges zeigen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass nicht wie in Alpha 4, 5 und 6 die Schwierigkeit darin besteht, dass alles neblig ist. Bitte nicht. Bitte nicht. Könnte mal jeder ein Stoßgebet mit mir zu Radiant World senden? Oh, was hat denn diese Person hier gebaut? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist interessant, es gefällt mir. So geht es wahrscheinlich den ganzen Leuten, die sich moderne Kunst angucken. Also freiwillig. Die Leute, die sich es nicht freiwillig angucken, die sagen sinngemäß, ich habe keine Ahnung, was es ist und ich verstehe nicht, warum das irgendjemandem gefällt. Dazu gehöre ich gewöhnlich. Ach ja, und meine Forest Mastery ist diesmal ziemlich einfach, aber ich brauche auch gar keine weiteren Forest Mastery Punkte. Okay, es ist neblig. Aber nicht ganz so neblig wie in den vorherigen. Also, ich kann schon was sehen, das ist gut. Okay, wir haben... Oh, jetzt ist schon die Quest fertig. Den Welpen lassen wir mal in Ruhe. Was zum Teufel war das? Aua. Noch mehr Welpen. Voxlings, gegen die kämpfe ich sogar. Yay. Zwei Schwerter-Stil. Leider habe ich die japanische Bezeichnung dafür nicht im Kopf, aber das wird auch kaum einer verstehen. Zwei Schwerter... Uppala. Stil! Der Drei-Schwerter-Stil ist ja irgendwas von wegen Centurio. So, den Welpen lassen wir in Ruhe. Uppala. Noch mehr Voxlings, yay! So, die deklariere ich nämlich einfach mal als bösartig, weil mich einmal einer angegriffen hat und weil ich haben will, was die wollen. Nicht was die wollen, was die haben. Ich mach's also gerade auf die amerikanische Art. Ich bring denen quasi Demokratie und die geben mir dafür das Sprengpulver, das sie mit sich rumschleppen. Hallo, Demokratie, yay. Dir bringe ich auch etwas Demokratie. Bitte sehr. Okay, ich glaube, jeder, der hier gelebt hat, hat Demokratie bekommen. Sehr gut. Ich glaube, auf eine ziemlich ähnliche Art und Weise habe ich mich schon mal über Amerika lustig gemacht, als ich das erste Mal mit Bomben hantiert habe. Da habe ich so viele rumgeworfen, dass das Spiel abgestürzt ist und auch die ganze Zeit Demokratie geschrien. Oder irgendwas in der Art. So. Der Witz ist seitdem auch nicht wirklich besser geworden, deswegen versuche ich ihn jetzt mal zu mir zu verkneifen. Oh, ein blauer Gegner, das heißt ein Boss direkt. Aua! Aua! Oh Gott, 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 Entschuldigung. Oh Gott, die werfen ja. Stimmt, das vergesse ich immer mal wieder. Oh Gott, oh Gott. Also gut, das war ein Schlag. Habe ich Essen? Ich habe kein Essen. Lassen wir den also mal lieber in Ruhe. Der mag uns nicht und ich mag ihn nicht. So, dort ist ein Bär, der eine lila Markierung hat. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein viel schlimmerer Bär sein als die anderen. Und dort haben wir einen Blackguard. Ah, aber da steht nur Blackguard. Das wird ein Normalstarker sein, wollte ich gerade sagen. Aber der verhält sich vom Schaden her nicht so, als wäre er ein Normalstarker. Obwohl, doch. Ich glaube schon. Normalstarker wäre in diesem Falle jetzt quasi ein Halbstarker. Hoppala.
Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wieder nach oben. Ich fände es schon schön, wenn jeder Abenteuereingang. So. Habe ich mein Sprengpulver? Das ist das Wichtigste. Ja. Wenn jeder Abenteuereingang eben auch einen entsprechenden Ausgang hätte. Und dieser Blackguard macht definitiv genauso viel Schaden wie der andere. Oh Gott, oh Gott. Gucken wir mal, ob wir einen leichteren Gegner finden. Und wenn nicht, dann werde ich diese Abenteuer tatsächlich damit verbringen müssen. Erstmal mich zu fragen, wo meine FPS schon wieder hin sind. Und zum anderen an Gegnern vorbeizuschleichen. Hallo? Okay, hier ist keiner. Das ist gut. Und da haben wir schon... Oh Gott, da war doch jemand. Was zum... Wo? Okay. Fragen wir uns das besser nicht. Die Antwort könnte wahrscheinlich Teile der Bevölkerung beunruhigen. Nee, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung beunruhigen. Oh Gott. Ist aber auch so ein Schwachsinn, den Demensia da gesagt hat. Denkt sich zu merken, ist auch nicht so leicht. Hocheisen, okay, das wäre gar nicht so schlecht. Und zup. Jetzt fühle ich mich wie in einem Abenteuerfilm. Durch die musikalische Untermalung noch. Oh Gott. Aua. Das nehmen wir. Was auch immer es ist. Oh Gott, das ist eine Menge Stoff. Vince, sind wir glücklich? Gut, das war kein Stoff damals. Also. Ich meine jetzt Stoff im Sinne von Drogen. Und ich meine, dass das keine Drogen waren in Pulp Fiction. Obwohl es theoretisch möglich ist. Obwohl es ja die Vermutung gibt, dass in dem Koffer in Pulp Fiction die Seele von, wie hieß er doch? Marcellus, Wallace war. Ich strotze heute wieder sofort Filmzitaten und Anspielungen. Oh! Das findest du wohl witzig. Weißt du, was ich witzig finde? Ich kann mal endlich was töten in diesem Abenteuer. Oh Gott. Ganz ruhig, Kerlchen. Okay. Das ist der Hunter-Turm. Der gefällt mir. Da sind grüne Gegner. Aua. 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 Aber selbst die machen Schaden. Hoppa. Oh, schon wieder. Ich drücke dauernd Escape. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich will mein Inventar damit aufmachen, aber ich weiß nicht warum ich das mit Escape machen will. Und tot. Okay, versuchen wir es nochmal. Gut, hier geht's hoch. Das ist schon mal einfach. Das Schöne ist ja, ich kann ja mein ganzes Inventar wieder mitnehmen. Solange man es nicht liegen lässt, also solange man die Insel nicht verlässt, ist es ja sicher. Wie bei Terraria. Gut, da konnte es in Lava fallen. Lava gibt's hier ja nicht. Also noch nicht. Wer weiß, was mit Alpha 8 kommt. Ich weiß es nicht, weil ich mal wieder nicht gelesen habe, was kommen wird. Aber irgendwelche speziellen neuen Gerätschaften wohl. Bin gespannt. Ich hoffe ja drauf, dass endlich das richtige Fliegen kommt. Bisher haben wir ja das Fliegen auf eigenen Inseln.
So, und zack. So, der konnte mich ja auch nur besiegen, weil ich schon geschwächt war, als ich hier ankam. Und dann nicht wirklich aufgepasst habe. Die Frage ist... Und damit ist die Frage beantwortet. Ja, hier sind auch richtige Bedrohungen drin. Ist hier auch eine richtige Truhe drin? Nein, bisher nicht. Aber gewöhnlich in dieser Baute ist eine goldene Truhe irgendwo. Und was haben wir hier? Eine Belohnung, die einem normalen Abenteuer gerecht werden würde, aber doch keinem dunklen. Einem fabelhaften. Schon wieder Escape. So, wenn ich mich recht entsinne, war es hier oben einfach im Dachstuhl. Hoppala. Und zack. Na. Funktioniere. Danke. Da ist er. Eine goldene Truhe. In einem fabelhaften Arm. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt... was ich erwartet hatte. So. Okay, dann schauen wir mal, was in der Truhe ist. Ich werde den Kämpfen natürlich weiter aus dem Weg gehen. Aber ich will möglichst viele Truhen natürlich öffnen für das Forest Gear. Für den Fall, dass ich da jetzt tatsächlich noch erhebliche Verbesserungen bekommen kann, werde ich die natürlich auch machen, damit ich vielleicht sogar in einem der Adventures hier kämpfen kann. Statt nur durch zu... Hoppala. Schleichen. Ja, auch die machen mehr Schaden. Sie machen nicht annähernd so viel Schaden wie zum Beispiel die Blackguards. Aber genug. Okay, die Karte sagt, hier sind Truhen. Wahrscheinlich sind die auf der anderen Seite der Tür. Aber ich kontrolliere sicherheitshalber trotzdem mal hier oben. Okay, da haben wir noch einen Gegner. Und zack. So. Der Schaden hält sich in Grenzen, wenn man nicht getroffen wird. Was mich auf die Idee bringt... Warum sollte ich die Tür benutzen? Wenn dahinter direkt ein Gegner steht. Hier muss doch irgendwo eine Treppe sein. Da ist er. Ja, leuchte schön mit deinen Augen, damit ich dich sehen kann. So, sehr schön. Oh Gott! So, das war wieder einer. Da hinten ist noch ein eingesperrter Gegner. Sehr gut. Wieder nichts. Ich deklariere jetzt mal alles, was kein Schießpulver ist. Und auch kein guter Treasure Amber. Ich lasse jetzt mal selbst die hier in Ruhe, weil... Ja, ich baue eben nichts mehr. Ist inzwischen klar. Was haben wir hier? Einen Ausgang. Brauche ich nicht. Also jedenfalls nicht so einen. Was haben wir hier? Einen Au. Okay, lassen wir das. Und zack. Aua. Tschüss. Oh Gott. Endbosse. Einfach so im Gang. Und tschüss. Entschuldigung. Oh! Nicht nett. So, siehst du, das hast du davon. Hey, ich komme gegen den an. Oh Gott! Aua, 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 aua. Entschuldigung. Entschuldigung.
Gut, ist mir recht. Na, komm doch her, wenn du dich traust. Los. Jetzt ist er ganz allein. Oh Gott, das ist nicht so allein, wie ich dachte. Au. Okay, lassen wir das. Tschüss. Ich fürchte den Tag, an dem die lernen, die Türen aufzumachen. Ja, Schießpulver, nehmen wir. Hocheisen, okay. Geht. Wäre ziemlich cool, hätte ich's früher bekommen. Also in der nächsten Alpha muss ich wirklich um einiges schneller vorankommen. Okay, die machen viel mehr Schaden, aber die halten nicht mehr aus, habe ich das Gefühl. Das heißt, der Trick ist, sich nicht treffen lassen. Dann ist alles in Ordnung. Aua. Wo bist du? Danke. Also danke fürs Zeigen. So. Na, noch eine Truhe, aber auch ein Gegner, ein weiterer. Zwei weitere. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon wieder einige Marken. Das heißt, das gute Equipment, falls ich denn dafür die entsprechenden Recipes bekomme, kann ich dann herstellen. Theoretisch. Vielleicht sogar aus Hochreisen. Das wäre schon ziemlich cool. Ja, noch mehr Schießpulver. Auch schön. Das muss ich mir merken. In dunklen Abenteuern gibt es Schießpulver. Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, um hier besser voranzukommen. Einfach alles in die Luft sprengen. Vielleicht probiere ich das aber auch einfach mal dann. Obwohl, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich will ich mir das eher aufheben. Da oben wäre es weitergegangen, oder? Was so? Nee, Moment, da ist eine geschlossene Tür. Ich habe die nicht hinter mir zugemacht. Deswegen wird's hier lang gehen. Haha. Ich bin so genial. Noch mehr Hocheisen, aber das lassen wir jetzt mal links liegen. Und hier geht's hoch, yay. Und hier geht's runter, yo. Und hier ist ein Sentry, yay. Aua. Jetzt haben wir hier wieder das große Mausoleum. Okay, dann sind wir kurz vorm Ende. Uppala, da habe ich beinahe die Truhe übersehen. Der Karte sei Dank tat ich's nicht. Moment mal. Nee, okay, das war ein Kürbis, glaube ich, den ich jetzt. Ich dachte gerade, ich hätte Bluteisen eingesammelt und das überhaupt nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Dem war aber leider nicht so. Ein Gegner. Noch ein Gegner. Was ist das jetzt? Fable Slayer. Wahrscheinlich für eine bestimmte Anzahl an Gegnern in einem Fabled Adventure. Aua. Die hauen mir in den Rücken. Warum tun die das? Yay, ich habe den Weg weitergefunden, glaube ich. Aua. Nein, ich habe den Weg weiter nicht gefunden. Ich bin irgendwie wieder da angekommen, wo ich vorher war, offenbar. Wie kommt das? Und wo bin ich jetzt?
Achso, okay, das war das. Gut, dann muss ich hier einfach bloß halbwegs geradeaus gehen. Bloß leider geht's geradeaus nirgendwo lang. Ah, hier haben wir die Leiter. Okay. Und weiter die Leiter rauf. Und tschüss. Au! Der erholt sich viel zu schnell. Hoppala. Nehmen wir mal die Schwerter in die Hand, dann können wir schneller laufen. Im Gegensatz zu der Situation, wenn man die Beine in der Hand hat, dann kann man nämlich nur sehr, sehr langsam laufen, wenn überhaupt. Verschwinde zurück in den Boden. Oh, ein Feuer, sehr schön. Und tschüss. Da bin ich mal gespannt, was sie mir hier als Endboss antun wollen. Okay. Einen wirklich sehr, 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 sehr starken Endboss. Zwei normale Gegner und einen normalen Endboss. Gut. Kommt näher und tschüss! Was haben wir hier? Los, zeig's her! Schnell, schnell, schnell! Das da geben wir ab, das nehmen wir mit. Oh Gott! Okay. Lief doch gar nicht so schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist härter, als ich dachte. Ich weiß gar nicht, wie viele dunkler-grüne Abenteuer ich jetzt noch habe. Ich weiß nicht, wie spannend das ist jetzt für einen Zuschauer, wenn ich wirklich die ganze Zeit nur ausweiche und nicht wirklich kämpfe. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen neuen Helm. Da. So sieht er aus. 58 Defense und 0 Speed hat er. Okay, der verringert meine Geschwindigkeit noch. Nee, dann lassen wir das lieber. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein bisschen Zeug abgeben oben an der Kiste. Und dann gehen wir wieder schnell zur Stadt des ersten Lichts. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja für diese Forest Mastery eine gute Waffe. Weil eine Waffe würde mir jetzt um einiges mehr bringen als Rüstung. Vielleicht lege ich sogar was von der Rüstung ab, falls mich das zu sehr verlangsamt, aber eigentlich habe ich. Nee, mich verlangsamt die Rüstung überhaupt nicht. Dann lassen wir das mit dem Ablegen natürlich. Nee, bloß, dass man eben schnell genug ist, um auszuweichen. Und ja, mit einer besseren Waffe, vielleicht einem schönen Schwert, wäre das schon ganz cool. Also am Gegner vorbeisausen, ihm in den Rücken schlagen und gucken, wie er leidend zusammenbricht, statt am Gegner vorbeizulaufen und auf halbem Wege die Beine abgeschnitten zu bekommen. Ich denke schon wieder viel zu brutal. Das mit den Spielen ist ja immer so, dass man die Grafik noch interpretiert, ins Reale quasi umsetzt. Und ich mache das manchmal etwas zu unschön. Forest Mastery 8. Kampfherausforderung. Yay. Okay, ein Bär in einem fabelhaften Abenteuer. Die Landmarken sind ähnlich, aber das Wildleben wächst noch komischer. Faszinierend. Du hast mein Vertrauen und ich hoffe, ich habe deins im Gegenzug. Ich. Ja. Du musst für mich ein, ja, ein der komischen, also ein der veränderten Bewohner des tiefen Waldes, bekämpfen, also eigentlich dich ihm gegenüberstellen und intakt zurückkommen. Und das ist eine Rüstung, die mich wieder runterslowen würde. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kannst du mir vielleicht irgendwas Sinnvolles verkaufen gerade? Nein, nicht wirklich. Aber danke für deine Zeit. Aber ich habe ja noch zwei Chancen. Moment mal, 0 von 600? Soll ich 600 Bären töten? Was zum Teufel? Ein Schwert. Ein richtiges Schwert. Ich habe eine Chance.
Das ist jetzt so ein Moment, in dem eine Facecam sinnvoll wäre. Weil da gab es keine Worte eben für. Klar, es gibt für alles Worte. Ich weiß. Ich meine, ich schreibe in meiner Freizeit. Wenn ich nicht gerade Let's Plays in meiner Freizeit mache. Oder Bogenschieße in meiner Freizeit. Oder Viola spiele in meiner Freizeit. Was mache ich alles mit meiner Freizeit? Ich könnte so viel Sinnvolles tun. Ich könnte Krebs heilen. Dann könnte ich einen gegen die Heilung resistenten neuen Krebs entwickeln. Ja. Ich sag mal zu meiner Entschuldigung, ich habe die Nacht über nicht geschlafen. Das heißt, ich bin gerade ein bisschen komisch. Normalerweise bin ich ja überhaupt nicht komisch. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und ja, ich werde mir jetzt meine neuen Schwerter basteln. Also, in der nächsten Folge werde ich das dann, werde ich dann schon die Materialien zusammengepackt haben und das in Auftrag gegeben haben. Da werde ich die dann nur noch einsammeln. Ah, ich finde das so toll. Gut, wir sehen uns. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare. Adios.